Ein herzliches Willkommen zurück zum DKC2 mit Klappers Höhle. Ja gut, mit Giro Dodge natürlich 100 E-Mail. Wo wir hier in diesem Part... Oh, dieses Level gefällt mir. Magst du das auch? Nein. Ach, du magst das wegen dem Eis, nicht? Ja, jetzt siehst du warum. Meine Latenz fliegt zu. Ja, stimmt, meine auch. Das ist nicht nur bei dir. Aber ich mag dieses Level irgendwie, weil man hier so cool rumsliden kann. Ich hier so... Ja, das ist cool, aber nicht, wenn man mit der Latenz spürt. Oh. Oh, Alter! Richtig hart hat es. Richtig hart geowned. Alter. Weißt du, da oben dings mich da runter und dann BAM! Perfekt angeknabbert. Ja gut, was soll der Miro da machen? Außer sterben ging da nie. Außer sterben ging da. Du kannst auch unten runter durchsliden. Das ist das Wunderbare am Level. Wenn nicht, dann wieder an derselben Stelle genau durch dasselbe. Oder durch sowas? Wer weiß. Durch was wird Mihonoshi sterben? Schnell Wetteinsatz. Ihr könnt bis zu 1000 Euro gewinnen, wenn ihr jetzt kommentiert. Ja, ihr habt richtig gelegen. Hab ich auch gesagt. Irgendwie passiert mir das jedes Mal. Deswegen ein Film nach dem anderen. Manchmal ist das irgendwie lustiger. Oh. 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 Also Eis und Latenz scheint dir nicht gut zu gefallen. So macht man das eigentlich. Naja. So. Heutiges Thema? Jo. Kann für jeden ein Gehirnfick sein? Ah, nee, muss ja nicht. Was? Hält ihr von Geistern? Beziehungsweise glaubt ihr überhaupt das dran? Ich würde mal eigentlich sagen, diejenigen, die irgendwie an Gott glauben, müssten ja eigentlich eigentlich an Geister glauben, in der Theorie, weil... Ich meine, wie soll Gott überhaupt sein, wenn... Ich meine, den sieht man nicht. Hier. Weil Geist bedeutet nicht irgendwie durchgehendes Phantom oder so. Seele. In dem Sinne schon, ja. In dem Sinne sind wir alle irgendwie Geister. Geister. Weil auf der anderen Seite, überlegt mal, ihr bekommt einen Körper, Befehle, Gehirn, übernimmt ja Befehle. Woher kommen diese Befehle? Aus dem Arsch, was? Ich wusste jetzt so. Also, weiß nicht, irgendwie fand ich es gerade angepasst. Tut mir leid. Kommen die Befehle aus meiner Faust? Ja, bei dir immer. Zu mir. Ich komme dann immer aus der Faust. Und jetzt stirbst du. Ja, gut, dass wir so ein Themengebiet anfangen und genau so ein schwieriges Level vor uns haben. Oh Gott! Fast nicht schnell genug. Bam! Ich kann dazu auch nichts sagen, weil ich gerade auch, gerade wegen... Oh! Yeah! Das war auch gerade geistige Fähigkeit. Oh! Jetzt habe ich euch dran bekommen. Ha. Das ist natürlich auch eines der diversesten Themen, wenn ich so in der Menschheit rumgucke. Sie interessieren dich viele, aber wenn einer kommt, der geistliche Erfahrungen gemacht hat, mit Geistern, mit Seele und so, dann, Alter, du bist bekloppt, ey! Man kann doch gar nicht sein, aber sonst ist es voll interessant, Digga. Hauptsache, wenn ein Anime ist und so, wird dauernd drüber geredet. Oder was weiß ich. Also, da gibt's keine Grenzen, was das angeht. Und trotzdem findest, weißt du, das Lustige ist, die Menschen finden, also die Leute finden solche Sendungen allgemein eh cool. Oh. Also solche Sendungen, wo irgendwie so mal ein bisschen mehr, wo es um ein bisschen mehr geht. Ich meine, Ghostbusters wäre theoretisch denkbar. Theoretisch. So einfach jetzt nicht praktisch umsetzbar, weil... Naja, wie willst du bitte die Seele bitte in einen Staubsauger stecken? Mit meiner Faust. So wie du es mit mir tust. So. Was geht hier? Ich meine, nicht umsonst gibt es zum Beispiel im Buddhismus auch oder so einen Glauben wie zum Beispiel der Wiedergeburt. Das ist ja auch ein sehr interessanter Glaube an sich. Es gibt
da war auch Begebenheit. Gerade deswegen. Ja, deswegen sollte man eher so sagen, ja, es wäre eher so vielleicht möglich, dass wir alle vielleicht geistig irgendwie was am Stisseln haben. Frag mich nicht, warum ich Stisseln jetzt als Wort benutzt habe. Warum ich diesen Destikill-Fass geworfen habe. Vielleicht bin ich auch geistig am Arsch. Du bist geistig aufgewacht. Eines von beiden. So. Hier gibt's ja irgendwas. Und auf den linken? Ah! Ja! Zerstörung! Zerstörung! Ich zerstöre euch alle! Hä? Da war wo doch keine. Wo kam der Diebe jetzt gerade her? Geister. Seht ihr, selbst in den Spielen gibt's Geister! Ja, wenn wir so weitermachen, wird verkehrt, ist auch mit diesem Thema, ja! Okay, dann schieben wir. Dann führ du lieber, weil wenn ich das führe, dann. Ich habe eben geführt, das war der dumme Witz. Satini hat schon so gut, ne? Ja, gut. Was? Kannst du nicht mehr runter? Doch. Ich komm nicht mehr rüber! Nein, du musst runter ein bisschen! Dann findest du das. Vorsicht! Nein, warum so früh? Warum? Nein! Oh, du Schnitz! Nochmal! Alter, du bist jetzt gevierteilt. Sushi. Ja, so richtiger Sushi. So ein Sushi Shumaru, Alter. Das ist schon ein interessantes Thema. Gut, ich hab einige Erfahrungen gemacht. Oh. Was denn? Aber wie gesagt, andere haben Erfahrungen gemacht. Es gibt leider auch Leute, die dann sagen, ja, ich habe die Erfahrung gemacht und wollen einfach nur Geld mitlabern. Wo sie es eigentlich oder beziehungsweise wichtig tun wollen. Ja, oder Geld, keine Ahnung. Gibt es da solche, die verkaufen, vermarkten das vielleicht auch? Da sind wir wieder drüben bei den Menschen. Angekommen. Ja, da sind wir wieder beim Themengebiet vom letzten Part. Guck da an, alles wird verknüpft. Weil es kann auch eigentlich nicht sein, denn es gab ja auch die Indianer, die waren sehr arg an der Natur gegeben. Ja, viel geistliche Sachen gemacht. Da ist das schon wieder aufgetaucht, okay. Ja, weil die halt näher an der Natur waren, dankbarer, nicht getrennt so wie wir von allem. Das kann halt wirklich sein, dass vielleicht auch die Gesellschaft das eher so abstoppt, dass wir halt nicht so in der im geistlichen Sinn, sondern, naja, Menschen denken ja eher an Profit und Ehrgeiz, ne, so, und Geld. Und es kann dann eher so sein, dass wir deswegen vielleicht geistig bis so, naja, nicht mehr so bewandert sind, in dem Sinne. Das hat was mit was anderem zu tun, deren Namen mir gar nicht einfällt. Man wird ja von klein auf geschult, dass es nicht existiert. Ja. Und das ist dann im Kopf drin und das geht dann auch nicht raus, so schnell. Wenn überhaupt, wenn es lieber rausgeht. Geh runter! Jetzt hoch! Ja, oh. Genau, jetzt genau hoch! Das hätte geklappt, glaube ich. Mit meiner scheiß Latenz zu machen, scheiß Drücker! Ja, gut. Aber jetzt kannst du durch. Jetzt kannst du durch. Einfach nur wie durch meine Meinung. Ja. Ich sag mal so, zum Themengebiet kann man leider nicht immer so arg viel sagen, weil gerade da. Manche kriegen was in der falschen Hals oder. Ja. Kapieren es einfach nicht und irgendwie dann einen Kurzschluss im Kopf. Wie schon gesagt, ich finde es einfach nur am besten. Es gibt ja manche, die ja irgendwie noch an Gott glauben. Dann würde ich schon mal sagen, wenn ihr das tut, glaubt ihr ja auch an was Geistiges, ne? Und da gibt es auch Geister und Engel und so. Wir glauben zwar an Gott, aber nicht an Geister und so. Ja, das ist Dead Logic. Das ist die Logik hoch 10. Engel sind ja auch keine Geister. Nein, das kann ja nicht sein, dass die irgendwie nach der Überlieferung irgendwelche Geister sind. Nö. Und sowas wie Dämonen gibt es ja auch nicht. Nein. So laut Wissenschaftler gäbe es die Hölle nicht. Und andere Wissenschaftler sagen wiederum, oh, es gibt die Hölle. Tja, ich sag mal so, der Mensch ist da nicht gerade so
Das auch, und zweitens, er versucht irgendwas herauszufinden, was er meist nicht schaffen kann. Er versucht sich. Ich sag mal so, er will es wissen, aber wenn er die Möglichkeit hat, es herauszufinden, blockt er. Ja. Oder sagen wir es so, die Menschen versuchen immer die falschen Sachen herauszufinden. Zum Beispiel, anstatt sich mal um eine gesunde Menschheit zu kümmern, ne? Versteifen sie sich in Technik. Versteifen sie sich in Technik. Oder wollen unbedingt irgendwas Sinnloses herausfinden. Oder auch solche, also Wissenschaft, also was wie groß ist das Universum und was weiß ich alles, dann denke ich mir so, wenn man Leute, bedenkt, dass geistige ist unendlich. Jetzt kommt die Frage, wie Gronkh schon mal sagt, was ist denn unendlich? Du kannst es dann unendlich, wenn du nicht weißt, was Unendlichkeit bedeutet. Man kann sagen, es ist ein Viren, also ein unendliches. Es geht einfach nicht zu Ende. So kann man es eigentlich beschreiben, aber wann ist Ende? Also wie halt in der Mathematik. Da gibt's. Die Unendlichkeit ist so auch beschrieben. Die Unendlichkeit ist da auch so beschrieben. Es geht immer weiter, immer weiter, immer weiter. Auch wenn du die angeblich letzte Zahl gefunden hast, geht's immer noch weiter. Ne? Mhm. So ungefähr kann man sich so vorstellen. Man kann immer mal weiter Zahlen drunter hängen. Ja. Und dann hängst du noch eine dran, noch eine, noch eine, noch eine, noch eine, noch eine. Ja gut, jeder weiß ja dann, wie das endet. Nie. Was ist gerade passiert? Du bist runtergefallen. Das schaffe ich nicht mehr. Na, werden wir sehen. Nein! Ach, die Sprungtaste hier wieder? Ja. Ich muss das Level. Da war ja was, stimmt. Ich muss das Level schimpfen. Ja, deswegen sagte ich so, ach, schon wieder die Sprungtaste. Ah. Ja, deswegen darf ich hier nicht fehlen. Ich muss es ja durch. Deswegen lasse ich mir hier schön viel Zeit, damit ich hier safe durchkomme und da reinkomme. Ich schaff's ja irgendwie mit meinem Drücker. Auch wenn ich diesmal einen anderen habe als bei den letzten Aufnahmen, die wir gemacht haben, die da leider nicht umgekommen sind, aber das haben wir ja schon am Anfang des Projektes gesagt. Aber das hat keiner wohl gesehen. Nee. Da kam ein Idiot rein, Idioten und dann Penis als gerufen. Jo. Ist besser, wenn wir es rufen, ist cooler. Ja, kann man eigentlich sagen, ist ja ein bisschen. Ja, ich weiß. Ja, man sollte halt immer auch noch normal an der Realität bleiben, deswegen. Und Wissenschaft ist ja meistens sowieso eine sehr langweilige Sache. Also finde ich zum Beispiel, so wie die Menschen es machen, manchmal. Also es könnte interessanter sein. Wir können von mir mal Wissenschaft betreiben. Ja, die Menschen machen es langweilig. Wir reden gerade so, als wäre Aliens. Jetzt. Hä? Was? Wir reden gerade so, als wäre bei Aliens. Nö. Ja, aber mein Freund, so. Mein Freundin nennt mich eh Alien, weil ich da so komisch wäre. Merkt man nicht so. Vielleicht bin ich auch komisch. Die sind alle komisch. Ah, das könnte sein. Die Frage ist, ob wir gleich sind. Und ob wir gleich sind, das ist eine andere Frage. Und was ist eigentlich gleich? Und gut. Ja, genau. Ich wollte Verwirrung. Das stand so nicht im Skript. Oh, hätte ich es nicht. Einfach hoch, mich. Das bin doch ich selber dann, weil ich dann immer noch meine Verwandlung habe. So. Er will sagen, dass es nicht mehr als das gibt, was es hier einfach gibt. Ganz ehrlich, ich meine, jeder hat irgendwie so einen Gespürsinn für mehr an sich schon, ne? Menschen bevorzugen zu viel. Also, sagen wir so, wenn sie in den Bahnen verfallen, das passiert sehr schnell, da wollen sie immer mehr. Ja, und das bringt sie halt ein bisschen weg von all dem, was sie innerlich haben. Das war, da fängt schon der Emulator an zu kochen. Ja, Geister. So. Ah. Nein! Wie dumm kann man sterben? Und da ist er tot. Ah. Denn wer sagt zum Beispiel, dass das zum Beispiel nach diesem Leben tot ist? So gut wie jeder andere Mensch. Außer bestimmte. Du wolltest gerade durchwaschen, ne? Das Schöne ist, dass die Indianer schon gewusst damals haben, dass die Seele unendlich ist und sie geht immer weiter. Und weiter. Mhm. Also waren theoretisch die Indianer sogar schlauer als
die heutige Zivilisation. Ach, das sowieso. Also was, ich meine, die schon allein die Weltenzerstörung, was weiß ich alles, kannst du ja dir in die Tonne kloppen hier. Also was vor allem die an Natur zerstört wird, ist einfach unmenschlich, ungeist, das ist einfach dumm. Und wer behauptet, dass man die Natur nicht braucht, das sag ich mir so, was willst du nachher atmen, wenn keine Bäume mehr sind? Ja, schon. Ich atme meine eigenen... Okay, das sage ich nicht. Ja. Gut zu wissen, dass man daran ersticken tut. Ja, gell? Gott, wie wir an dasselbe gedacht haben. Als ich sagte. Kannst du auch kopfen. Kann sein. G? OG! OG! Oh Gott! So. Ich mach noch das Bonus-Level. Oh Gott, das war knapp. Ich finde es halt eben nur schade, dass da manche Leute meinen Joghurt in die Natur brauchen gehen. Nö, wozu auch denken sich die meisten. Frag mich echt warum. Ist doch schön! Einfach mal rauszugehen, spazieren zu gehen. Hier und das. Es zu genießen. Auch allgemein. Ich meine, jetzt kann mir doch keiner labern, dass ich dumm bin. Jetzt kann mir noch keiner labern, dass er jetzt so sagt, ja, nee, ich habe gar keinen Bock drauf. Ist doch voll scheiße, die Natur. Jede einzelne Banane zählt, sage ich dazu noch. Und dann machen wir noch in diesem Part noch den Endboss, ne? Hier. Da kommt noch ein Zwischenlevel. Warum sagst du das? Voll doch nicht meinen! Die haben bei mir eh das LP gesehen! Ja, aber die bei mir haben sich theoretisch auch gesehen. Aber was ist, wenn das ein ganz neuer Typ ist und sich so denkt, yo, ich guck's mir jetzt an? Da kommt ja noch ein Level. Guck mal, da kommt noch. Guck mal. Ja, mach einfach. Oh, was wird hier nur passieren? Ist das wirklich der Endboss? Hä, Donkey Kong, da bist du ja. Hä, warum haben wir das Level geschafft? Und ganz ehrlich, wer würde denken, dass das das Ende wäre? Könnte doch das Ende sein. Ohne Endboss? Ja, das wäre doch Theorie. Das sah doch aus wie ein Endboss. Zuerst mal. Donkey Kong? Bevor das Level begonnen hatte. Weißt du, was ich meine? Ich bin aber jetzt hier. Ja, jetzt weiß man das. Aber du hast vorgespoilert, das meinte ich. Ja, ist ja nicht schlimm. Nach dem anderen. Ein Faceform nach dem anderen. Was ist denn das? Das ist letztens meine Umwandlung von meinem Motto. Nämlich ein Faceform nach dem anderen. Machst du den auch schon? Verstehst du, was ich hier meine? Ich hasse die. Es gibt's nicht. Bam. Ich kann das eigentlich am Ende racen. Geh doch noch näher dran. Ich wollte mal gucken, wie hart die Stacheln sind. Ja gut. Du brauchst halt harten Stoff. Ich brauch einen harten Stoff. Du brauchst harten Stoff. Ich brauch sonst. Wow. Was hast du jetzt gesagt? Oh Gott, diese Latenz da an der Stelle nervt ein bisschen. Gerade wenn ich das Schweben genau da so perfekt abtimen muss. Sonst nervt es nicht an. Wir können auch gar nicht mal so arg viel zu den Geistigen sagen, weil das irgendwie so... Ja, naja, ich könnte so, schon, aber... Ja, nee, das ist... Ja, sagen wir eher, es ist so, so ein Themengebiet, wo wir wahrscheinlich eh nachher in den Kommentaren sehen werden. Ach du Scheiße. Ja, locker. Oh, voll tot, Mann. Das war aber auch gerade komisch, ne? Mhm. Was lesen wir dann unter dem Video? Was lesen wir unter dem Video? Ja, das Geistiges gibt's gar nicht oder so. Da kommen sicherlich 10.000 Leute. Was? Sag mal, ist da ein Typi drin? Da war immer einer drin. Warum sind so schnell töte? Ist mir sonst nicht aufgefallen. Ich dachte, der macht immer TNT, weil... TNT! Voll geschafft.
Die meisten... Oh, wurde sofort gekillt. Die meisten sind ja auch irgendwie angeblich kreativlos oder so, ne? So ganz komisch. Wollen wir diesen Part dann beenden? Ja. Gut. Abrupte Beendung des Parts. Ich hoffe, vielen Dank, dass ihr in diesem Part dabei wart bei Let's Play Donkey Kong Country 2 Together und bis zum nächsten Part. Ciao. Ciao.